Hey Leute, hier ist Archie. In diesem Video geht es um das Pokémon Knackrack, beziehungsweise wie kann man die Vorentwicklungen fangen. Und da gibt es eigentlich zwei Orte, die man besuchen kann. Einmal ist es die bizarre Höhle und einmal ist es der Untergrund. Aber der Nachteil ist, bei dem einen Ort muss man 6 Orden haben, weil wir brauchen Stärke. Und bei der anderen Variante brauchen wir 7 Orden für den Untergrund. Aber ich zeige euch mal beide Orte. Wir müssen Richtung Erzlingen. Da müssen wir hier zum Fahrradweg und da ist auch die bizarre Höhle. Da fahren wir mal einfach mal hin. Wir sind hier. Da geht es zu der Fahrradstraße oder wie man auch immer das nennt. Dann müssen wir einen Geheimeingang finden. Den gab es auch schon bei Pokémon Diamant, Perl, Platin. Der Eingang ist leider nicht sichtbar. Aus dem Grund zeige ich euch das, wo das ist. Okay, wir müssen hier weiter entlang. So, wir gehen dann hier links. Dann müsste es hier einen Eingang geben. Genau hier. Und dann gehen wir da rein. Irgendwie ganz weit links. So, wie ihr seht, brauchen wir schon mal Stärke und wir brauchen Blitz. So, wenn wir dann hier runter gehen und herumlaufen, da finden wir irgendwann unser Kaumalat. Aber das ist eine sehr anstrengende Sache, vor allem weil hier Kaumalat Level 15 hat. Also hilft uns das nicht unbedingt, vor allem da wir nach dem 6. Orden hier landen. Aber es gibt eine bessere Methode und zwar müssen wir in den Untergrund gehen. Und da müssen wir nach dem 7. Orden allerdings in die Wasserlaufgrotte reingehen zum Beispiel. Und da können wir auch unser Knaxel finden. So, wie ihr auf der Karte sehen könnt, ist die Wasserlaufgrotte immer das Blaue. Das ist quasi in jedem Netzwerk vorhanden. Und da gehen wir mal rein und hoffen mal, dass ein Knaxel oder Knackrack Kaumalat auftaucht. Und da oben haben wir das schon, das gute Knaxel. Das hat dann so Level 60 oder 63. Allerdings hat es nicht die versteckte Fähigkeit. Weil das haben die Pokémon im Untergrund gar nicht. Falls ihr also Knackrack mit Rauhaut haben wollt, müsst ihr leider entweder über Pokémon Home gehen oder ihr benutzt das Fähigkeitenpflaster vom Duellturm. Das kostet allerdings dann 200 GP. So, wenn ihr dann euer Kaumalat oder Knaxel auf Level 48 trainiert, dann kriegt ihr einen Knackrack und dann könnt ihr damit wunderbar spazieren gehen. Okay, ich denke, das war's für dieses Video. Wenn es euch geholfen hat, gebt dem Video Daumen nach oben und es folgen noch weitere Videos, wie man bestimmte Pokémon findet. Dazu auch die legendären Pokémon, wie Cresselia zum Beispiel.